Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer Folge WoW Classic. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, drückt bei YouTube abonnieren, bei Twitch folgen und wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, folgt einfach den Hinweisen unter dem Video oder in der Beschreibung bei Twitch. Und jetzt lasst uns anfangen. So, hallo und herzlich willkommen. Eine weitere Folge WoW Classic. Jetzt wollte ich Factorio sagen, weil ich das auch mache. Aber so sieht es ja überhaupt nicht aus. Wie ihr wisst, waren wir bereits in den Todesminen. Auch eben mit diesem Priester. Wir müssen heute nochmal rein, weil uns fehlen noch ein paar Gewerkschaftsausweise, wenn ich mich nicht irre. Oh, hier habe ich noch einen Kram bekommen. Abgelaufene Auktion, okay. Aber es hat alles noch Zeit. 23 Tage, 30 Tage, alles gut. Ja, haben da eine ganze Menge schon bekommen. Anhand der Ausrüstung ist es auch zu sehen. Also wer sich auskennt, das Korsarenüberhemd, die Armschienen der Eule sind es nicht, aber die Seherhandschuhe und diese ganzen Sehergeschichten, irgendwo sind es noch Seherstiefel. Und haben halt ein paar schöne Sachen bekommen. Ein Hammer der Heilung und so weiter. Und was ich jetzt gerne anlegen möchte und auch hinbekommen möchte, dass es geht. Also, dass ich es benutzen kann, wäre der Stab von Westphal. Und ich glaube, so einen Stab müsste ich benutzen können, wenn ich mich nicht irre. Jetzt muss ich eben nur einen Lehrer finden für ja, Waffenkunde. Halt, du bist keine Wache, du bist eine Seid Wache. gegrüßt. So, und da brauchen wir einen Wachenlehrer. Wo Pings Ausdauer ist einfach erstaunlich. Okay. Oh, der ist hier gleich irgendwo. Das Licht segne euch. Stehe ich wohl direkt davor? Wäre das Arsenal? Löwenherz-Rüstkammer? Hier im Arsenal ist eine Rüstkammer. Ja, ich weiß, wo der steht. Wuping, okay. Ich habe keine Frage gestellt. Grüße. Da ist er, da haben wir ihn doch schon gefunden. Ich möchte eine Waffenausbildung. Genau, Stäbe. Das müsste genau das sein, was wir brauchen. Dolch ist auch gut. Seid vorsichtig. So, und dann können wir den Stab anlegen. Jawohl. Sehr schön. Denn jetzt aktuell haben wir eine Willenskraft und sieben Heilzauber. Durch den Kampf haben wir der Heilung, das ist gut. Aber durch den Stab von Westphal bekommen wir Intelligenz und Willenskraft. Und ihr wisst, ich bin ein totaler Verfechter von Willenskraft. Weil ich hatte damals schon mal ein Level 6 Priester. Ja, Level 6. Level 60, Stufe 60 Priester. Und mit Willenskraft kann man so viel reißen letztendlich. So. Genau das ist das, was ich gerne haben möchte. Dadurch ging die Intelligenz nochmal hoch, die Willenskraft hoch. Und wir tauschen es nochmal kurz aus, nur um zu gucken, um den Unterschied zu sehen. Jetzt habe ich 402 Leben und 1000 Mana. Und andersrum ist es 402 Leben und 925 Mana. Also es sind 75 Mana mehr. Alleine durch den Intelligenzbonus, den wir vorher nicht haben. Und die Willenskraft geht um 10 Punkte hoch. Von 77 auf 88. Das sind sogar 11 Punkte. Wo kommt der 11. Punkt her? Da steht 11 Willenskraft. Wir haben doch aber auf dem einen drauf. Okay. Macht nichts. Aber genau so ist der Plan. Gucken wir mal, was draus wird. Den Rest zerlegen wir. Den brauchen wir nicht. Die Essenzen brauchen wir letztendlich. Und dann werden wir noch kurz die Quests abgeben. Der Brief muss, glaube ich, weg. Das müsste, glaube ich, hier im Kathedralenviertel. Genau. Hier ist der Brief abzugeben. Das machen wir gleich. Gehen wir einmal hier hinten durch die Schluppe. Dann sind wir schneller da. Und dann gucken wir mal, was er uns da noch aufs Auge drückt.
Und dann hoffen wir, dass wir es schaffen, heute noch einmal in die Todesminen zu gehen, damit wir die zwei Ausweise noch bekommen. Wobei die ja nicht direkt in den Todesminen sind, also nicht in der Instanz, aber in dem Vorhof oder in der Höhle davor. Mal gucken. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob ich... mache das ja gerade dual. Oder seit einiger Zeit streame ich ja doppelt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob es auf YouTube überhaupt läuft. Schönen guten Tag. Muss ich gleich mal noch einen Blick werfen. So, der Quest ist beendet und er sagt, sprecht mit Aufseher Tellwater im Verlies. Da würde dann quasi der Folgequest fürs Verlies starten. Also nicht nur quasi, der startet dort, aber Verlies machen wir jetzt noch nicht. Erst die Todesminen, Verlies später. So, dann gucken wir nochmal kurz, ob hier noch irgendeiner abzugeben ist. Gut. Ach doch, hier oben, oh Bruder, genau. Muss man nach links. Der ist ja noch abzugeben in der Altstadt. Mal den Quest auch. Und dann müssten wir theoretisch, wenn ich mich nicht irre, angeln. Auch noch mal einen Inventarplatz, glaube ich, freikriegen. Und dann hoffe ich, dass der Rest dann alles funktioniert. Ups, wo ist jetzt mein Durchgang? Weg. Mensch, gut jetzt hier. Der war direkt an der Mauer, der Durchgang. Ich hatte den woanders in Erinnerung. Aber gut, egal. Dann halt so. So, schau mal. Müsste doch hier drin sein, war in der Taverne. Ja. Grüße. So, oh Bruder. Und da gehört das Abzeichen hin. Bestens. Wir bekommen eine Axt reicher der Minenarbeiter. Die gibt sogar Willenskraft. Aber Äxte kann man, glaube ich, nicht benutzen. Und aus dem Gast dann, glaube ich, wieder nur Einhand. Ach, und bei ihm würden wir auch die Gewerkschafterausweise abgeben, aber die haben wir ja noch nicht komplett. So, und die Axt ist sowieso seelengebunden. Und benutzen können wir sie nicht und wollen wir nicht. Also zerlegen. Das ist natürlich der Nachteil an dem Beruf des, der Verzauberungskunst. Dass man da ja, viel Materialeinsatz hat und viel Inventar, was man sonst verkaufen könnte, einfach zerstören muss. Und einem dadurch natürlich eine Menge Geld verloren geht. Oh, da haben wir jemand Neues dazu bekommen. Das sieht doch aus wie ein Paladin. Ein Paladin. Na, das ist doch schon mal gut. Empfehlen uns jetzt nur noch ein... Ich hoffe mal noch ein richtiger Tank. Also nichts gegen Paladin, aber noch einen zweiten Rüstungsträger dazu. Plattenrüstungsträger wäre klasse. So, und dann sieht die Sache doch hier schon, denke ich mal, ganz okay aus. Wenn ich dann mit dem Greif zurück nach Westfall fliege, werde ich noch mal kurz... Ach ja, wir sind in der Altstadt. Ne, wir sind in der Altstadt, ja. Jetzt war ich gerade falsch. Und dann werde ich dort noch mal kurz ausblenden. Also nicht das Spiel beenden, ihr seht es nicht, aber ich werde hier bei mir noch mal kurz nachgucken, ob das auf YouTube auch läuft. Die Live-Übertragung. Denn ich habe gerade das Gefühl, dass es das nicht tut, aber halb so wild.
So, dann sieht das soweit schon mal ganz gut aus. Dann sind die Vorbereitungen getroffen. Dann hoffe ich, dass wir recht schnell die Gruppe noch zusammenkriegen. Um dann nochmal einen kurzen Todesminenausflug zu machen. Schreibt man nicht Suche Tank für Todesmine, schreibt man Suche Tank für DM, Groß D, Groß M. Die alten Hasen reagieren eher auf DM als auf Todesmine. Was kann ich für euch tun? Für die Allianz. Lokale Verteidigung. Was ist denn eigentlich Gruppensuche? 4, 5, 6. Geht immer nur in den Hauptstädten, ne? Gruppensuche? Ja, wahrscheinlich. Kann man die nochmal alle insgesamt? Hier, Suche nach Gruppe, verfügbare Channels, beitreten. Okay. Wie geht das? Und dann Schrägstrich 4. So. LF. Oh. Nee, LF Tank. So war das. So, du bist Erster im Stream, aber kannst nicht zugucken. Nick ist da. Er hat geschrieben, er ist Erster im Stream, aber kann nicht zugucken. Also werde ich dann doch jetzt mal kurz rüberschauen. Denn der ist bei YouTube. Hat sich da gerade eingeloggt. So, kurz gucken, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Natürlich nicht da, wie es immer so sein soll. Also. Also mal kurz gucken, warum der YouTube-Stream nicht angesprungen ist. Livestream. So, anschauen und genießen. Satisfactory, das ist aber nicht ganz das Richtige, was hier steht. Das machen wir doch gerade gar nicht. Wir machen doch ganz was anderes und machen dieses hier. Jetzt kann ich hier nicht rauskopieren. Hier. Und na, was denn jetzt? So, jetzt kommt's. Okay, anschauen und genießen. Mann, das Ding schläft aber ein hier bei YouTube gerade. Eben kurz nur mal die Beschreibung reinsetzen, ist gar nicht so einfach. Hat gerade keine Lust. Okay, öffentlich, das passt. Gaming passt auch. Und der Spieltitel ist World of Warcraft
Ja, was ist das denn? Hat er gar nicht Classic dabei? Doch. Warcraft Classic, da ist es. So, speichern. Okay. Also ich sehe es. Hier läuft es. So, dann nochmal. Hallo Nick. Kannst du jetzt was sehen? Wobei, ich brauche es ja gar nicht schreiben. Er hört mich ja theoretisch. Oder vielleicht auch nicht. So, solltest du mich jetzt sehen können? Gib mal kurz Bescheid. Ich habe es jetzt hier auf jeden Fall auch kurz mit offen und werfe mal einen Blick drauf. Also es müsste funktionieren. Also wenn du uns siehst, Nick, einfach kurze Nachricht, dann weiß ich Bescheid. Und bei mir geht's erstmal. So. Okay, wir sind jetzt hier angekommen. Das war jetzt ja eigentlich das, worum es ging. Überprüft habe ich es auch. Taschenplätze haben wir nicht viele frei, aber das macht nichts. Dieses Fläschchen Donnerbräu, Fässchen Donnerbräu. Brauche ich das noch? Hau ich das jetzt in die Tonne? Ich habe hier noch Säcke mit mir rumschleppen. Die hätte ich auch mal wegpacken können. Naja, aber so ist das. Man schleppt den ganzen Kram rum, denkt, das ist in Ordnung so und hat dann vergessen, dass man es... Aber ich müsste hier vorne mal kurz noch was nähen können, oder? Grober Faden, Leinstoffballen können wir machen. Ja, dann nutzen wir kurz noch die Zeit. Das Video läuft 16 Minuten. Ja, dann passt das. Und dann werden wir nachher nochmal eine große Aufnahme machen. Nur zur Todesmine. Wo bleibt denn jetzt der, der als Tank kommen wollte? Hast du da schon eine Info? Achso, okay. Was? Nee, ich darf nicht gucken. Och, das ist ja eine Schweinerei. Was machen wir da jetzt? Soll ich mal ein gutes Wort einlegen für dich? Faden. Und dann stellen wir mal den Spaß her. Eine Tasche kann man herstellen, die bringt 2 und die verstärkte Leinenkeb bringt... Dann stellen wir natürlich eine Tasche her, die hat denselben Materialeinsatz, bringt aber beim Verkauf mehr. Nein, die hat nicht denselben Materialeinsatz. Aber das macht nichts. Bringt trotzdem wesentlich mehr. Das sind 50% mehr Leinstoffballen, aber der Preis ist mehr als doppelt so hoch. Und aus der Richtung heraus dann lieber so. So, dann sind wir zumindest schon mal bei 71. Ah, eine rote Tasche kann man herstellen. Dann kann man das Rezept lernen. Man sieht sich. Ist gut. Und dann gewinnen wir da auch wieder einen Lagerplatz. Und wir können jetzt selber 6er-Taschen herstellen. Das ist doch schon mal schön. Und die rote ist auch bloß eine 6er, wa? Genau, aber eben rot. Aber eben rot. Nicht schlecht. So, okay. Geringe Magie-Essenz, große Magie-Essenz, okay.
Gut, dann werden wir die Taschen dann noch verkaufen müssen und den Leinenstoff. Das machen wir gleich hier bei der guten Frau. Hallo. Ich glaube nicht, dass ich die irgendwo loswerde. Und selbst wenn. Optionen wären es 3, also. Das Aufwand nutzen aktuell in keinem Verhältnis. Das haue ich erstmal wieder raus. Klar, ich könnte jetzt noch ein bisschen Leinenstoff sammeln und so weiter, aber für den Moment ist das erstmal aus meiner Sicht vollkommen ausreichend. Hier fehlt uns das Kondorfleisch. Dann könnte man da noch was kochen. Schönen Tag auch. So, und dann wäre es ganz gut, wenn die Gruppe jetzt irgendwie zusammenfinden würde. Du hattest gefragt, wie du die Gruppe, den Gruppenchat öffnen kannst. Das ist ganz einfach. Du hast links, auch für jeden, der zuschaut, man hat links das Chatfenster. Da steht Allgemein und Kampflog als Reiter oben. Mhm. Und wenn man auf den Allgemeinen Rechtsklick macht und dann unten auf Einstellungen geht, dann hat man Chat und man hat globale Channels. Und da kann man Suche nach Gruppe aktivieren. Und dann hat man das Ding mit drin und dann kann man im Nummer 4 Suche nach Gruppe. Hier sucht jemand DM, was bist du für einer? Suche DM. Und was brauchen wir? Wir brauchen noch einen Tank. Mhm. Machen wir das gleich nochmal. Suchen. Tank. Für DM. Schauen wir mal. Vielleicht geht's recht fix. Machen wir uns mal auf in die Richtung. Das Verlies wird gesucht. Brauchst nicht laufen, warte. Wieso? Warum geht das nicht? Wollte ich sammeln mit dem Stein? Das geht nicht alleine. Ach, was mache ich denn? Verdippt. Zwei oder drei Leute müssen da sein. Und wenn dann nur einer fehlt, oder? Ich glaube, zwei müssen da sein, um den Stein zu benutzen. Dann müssen beide drücken. Du musst das Gruppenmitglied, glaube ich, was da ranholen willst. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Irgendwie ging das. Mhm. Und dann sollte ich gleich mal hier so ein bisschen den Stab noch erhöhen. Ich weiß auch nicht, wie sich das mit dem... Und warum ist denn der jetzt wieder weg? Weiß ich nicht. Das ist ja langweilig. Und das machen wir dann gleich vor Ort. So, jetzt will ich erstmal nur, dass der Stab hier noch ein bisschen sich aufbaut. Nick musste wieder raus, schade eigentlich. Ich gucke jetzt nicht, ich bin hier dabei und dann ist gut. Den Rest sehen wir vor Ort. Weil das keine Kunst ist, für einen Magier Wasser dabei zu haben. Es wird gezaubert und fertig. Ich finde es aber immer schön und nett, wenn Magier dann das machen und auch abgeben. Ja. Und wofür? Willst du die Minen überschwemmen oder? Gut. So, okay. Ist natürlich sehr schade, dass die jetzt wieder alle rausgegangen sind. Aber was soll's. I Tank for You kommt auch nicht wieder. So, was sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind jetzt Jäger. Eigentlich Jäger und Jäger, Magier. Jäger,
Jäger, Magier, Priester, Buchen, Anschluss an DM. Machen wir es mal so. Vielleicht wird es ja sowas. Manchmal suchen nämlich schon welche. Und dann fehlen wir quasi nur noch. Müssen wir aber rausgehen. Dann müssen wir dann rausgehen. Wir werden sehen, wann sich jemand meldet und dann entscheiden wir. Oh, können wir erstmal ganz ruhig bleiben und abwarten. Und erst dann gucken wir, wie wir es machen. So, wir können ja hier dorthin, dort sehen es alle noch. Milchmädchen, auch schön. Als Name für einen Magier. Wer ist das hier? Little Munda, das bist du. Ja, also einmal Wasser würde ich gerne nehmen, da freue ich mich über, das finde ich auch gut. Aber mehr ist nicht notwendig, weil du knallst ja auch bloß selber das Inventar unnötig voll. Essen brauchst du nicht mehr, oder? Also aktuell noch nicht. Ich bin eine ganze Menge bei mir rumgurken. Das Video hat seine Länge erreicht. Dann lassen wir es als Vorbereitung für die Mine laufen. Und im nächsten Video sind wir dann in der Todesmine drin. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.